Servus Leute, hier ist der Racer und willkommen zu Mad Father. Ja, ich spiele das jetzt nebenzu während Danganronpa, weil ich mir nicht sicher bin, wie gut die oder ob die Qualität von Danganronpa gut genug ist, dass man es wirklich auf YouTube bringen kann. Und ja, nun zocke ich jetzt das nebenzu. Und das ist ein RPG Maker Horror Game. Ziemlich gut ist. Und es spielt anscheinend in Norddeutschland. Vater. Vater, bist du da drin? Vater. Ah ja, wie oft habe ich dir noch gesagt, dass du nicht hier runterkommen sollst? Tut mir leid, Vater. Aber ich bin zu ängstlich, um hier zu um einzuschlafen. Ah ja. Mach dir keine Sorgen. Du bist niemals wirst niemals allein sein. Deine keine Ahnung, wieso late späte Mutter wird immer an deiner Seite sein. Oder deine Mutter, keine Ahnung. Sie schaut immer nach dir. Ah ja. Okay, also bitte geh jetzt schlafen. Ja, Vater. Gutes Mädchen. Vater, morgen... Ja, der Jahrestag ihres Todes. Wir werden ihr Grab gemeinsam besuchen. Okay. Also geh jetzt bitte ins Bett. Ich werde auch bald schlafen gehen. Okay. Stopp! No! Wow! Oder eher nein. Hilfe! Hilfe! Yo, what the fuck? Ich kenne Vaters Geheimnis. Mein Vater ist Wissenschaftler. Er liebt es zu recherchieren und ist immer im Keller eingesperrt. Oder sperrt sich immer in den Keller ein. Ich habe schon Sachen aus dem Labor gehört. Tierliche und menschliche Schreie. Sogar in jungen Alter wusste ich, was mein Vater macht. Also habe ich vorgegeben, dass ich es nicht dass ich nichts sehe. Dass ich nichts weiß und nichts höre. Ich habe die ganze Zeit Ignoranz gezeigt. Weil ich meinen Vater liebte. Aber das ist nicht das einzige Geheimnis, das ich weiß. Als meine Mutter und ich... Als meine Mutter und ich nicht da waren, hat er mit seiner Helferin, das sind schöne Stücke. Ich werde den Rest selbst wegwerfen. Das kann warten. Komm, Maria. Doktor. Ja, er hat eine andere geliebt. Sie kennt unser Verhältnis. Macht das was? Ich glaube nicht, dass sie mich mag. Das ist das Problem. Ich glaube, hier kommt eine Leistungswarnmeldung. Das ist das Problem. Das Mädchen wird bald 11 sein. Das ist ein problematisches Alter. Sei nett zu ihr, bitte. Pass auf sie auf, dass sie niemals verletzt sein wird. Sie ist mein wertvollstes Stück. Geil.
Jetzt sind wir wieder Aya und wir schlafen hier oben, im Bett. Es ist Mitternacht. Das ist heute ist der Tag, in dem meine Mutter in den Himmel gekommen ist. Mom. Ich kann nie schlafen, wenn ich an sie denken muss. Oh mein Gott, ist das schnell. Oh mein Gott, dieser Ton. Ein Bild von Mom. Mom! Jo. Der Schwerpunkt in diesem Bild liegt eindeutig hier. Was soll ich tun, Mutter? Ich liebe Vater, aber sie macht mir Angst. Sie schaut immer mit diesen Augen. Ich hasse sie. Aber ich weiß, dass Vater sie mag. Vater hat sie geheiratet. Ich vermute, dass sie meine neue Mutter sein wird. Aber ich will nicht, dass sie meine neue Mutter ist. Ich brauche keine neue Mutter. Die einzige Mutter in der Welt für mich bist du, Mom. Warum musstest du so früh gehen? Muss doch irgendwie eine Möglichkeit auf Speichern geben? Egal, dann klicke ich noch ein bisschen durch. Eine Puppe, die ich von Vater gekriegt habe. Sie ist so alt und abgenutzt. Er hat dir ein Geschenk mitgebracht, Aya. Ja, es ist eine Puppe. Danke, Vater. Was für eine schöne Puppe. Sie sieht aus, als wäre sie echt. Ja. Ich frage mich nicht, wieso. Der Lieblingsteddybär von ihr? The Red-Eyed Stranger. What the fuck? Was für ein Buch. Jo. Ein Gem. Ja, und wenn man alle findet, kriegt man ein verstecktes Ende oder so. Und der Hase. Was war das? Es ist auf einmal kalt geworden. Ich habe etwas Angst. Ich denke, ich sollte zurück ins Bett gehen. Eine Kiste voller Erinnerungen. Gute Nacht. Und sie träumt von der Vergangenheit. Du singst so schön, Aya. Vater, könntest du in diese Richtung schauen? Gib mir einen Moment. Ich mach das noch hier hin. Ah, okay, kann ich in die andere Richtung schauen? Ja, hat sich umgedreht. Ja, es ist fertig. Eine Blumenkranz. Yeah, Deutsch. Eine Blumenkrone. Krone. Steht sie mir? Ja, ich denke, sie steht extrem gut. Yay! Danke, Vater. Tut mir leid, dass ich nicht immer mit dir spielen kann. Vater. Das ist in Ordnung. Ich bin froh, dass ich heute mit dir spielen kann, Vater. Jetzt kommt die Mutter. Meine Güte, ihr zwei spielt zusammen? Mom! Schau, Vater hat mir eine Blumenkrone gemacht. Das ist wundervoll. Sie steht dir, Aya. Hast du den ganzen Tag mit ihm gespielt? Ja! Wir sollten das nochmal tun, Vater. Ja, sollten wir.
Und das nächste Mal kann deine Mutter mitmachen. Ich freue mich schon darauf. Ja, sie ist krank. Mami! Es tut mir leid. Ich bin nur nicht fit. Überanstreng dich nicht, wenn du dich nicht gut fühlst. Komm, hol dir etwas Medizin von Maria. Es sollte dir helfen, dass es dir wieder besser geht. Nein, ich kann die schon selber holen. Mami, du bist verletzt, oder? Bist du in Ordnung? Tut mir leid, dass du dir Sorgen machen musst. Ich bin absolut in Ordnung. Bitte guck nicht so traurig oder so besorgt. Ah ja, dein Lächeln treibt mich immer wieder weiter an. Wenn ich dich nicht lächeln sehen kann, dann mache ich mir nur Sorgen. Mami. Okay. Also lass uns jetzt zurückgehen, um Abend zu essen. Ich habe Hamburger-Steak heute Abend gemacht. Dein Lieblingsessen, Aya. Yay, Mamis Hamburger. Stimmt's, Vater? Natürlich. Ihre Hamburger sind die besten in der Welt. Damals waren wir so glücklich. Damals war Maria aber selbst als es so war, die drei von uns waren eine glückliche Familie. Aber dann ist Mama gestorben wegen einer Krankheit. Und die Fröhlichkeit, die wir damals hatten, ist mit verschwunden. Ich weiß nicht mal mehr, ob man in diesem Game. What the fuck? Hä? Dieses Schrei. Vater? Irgendetwas muss passiert sein. Ich check lieber, was mit Vater los ist. Gibt's hier nicht verdammt nochmal irgendwo eine Möglichkeit? Oh. Geil. Itemlist. Ich überlege gerade, wo konnte man speichern damals? Hab das Game schon mal gezockt, aber. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was ist dieser Ton? Ist es eine Stimme? What the fuck? The fuck? Nein! Nein, bitte nicht! Hier entlang! Wer ist das? Komm hier entlang! Ist das wer? Wer bist du? Hier entlang. Wer? Bleib bei mir. Ich sagte hier entlang. What the fuck? What the fuck? Ich weiß eh, wo sie hinrennt. Ist ja klar. In ihr Zimmer. What? Und da chillt noch wer. Wer ist das? Viele interessante Bücher hast du in diesem Raum. Wer jetzt ist das eine Buch als Red-Eyed Stranger? Und der Typ hat rote Augen. Magst du Bücher, meine Liebe? Wer bist du? Bitte, sei nicht so aggressiv. Ich bin nur ein Salesman? Ein Verkäufer oder so? Keine Ahnung. Salesman? Nenn mich Ogre. Keine Ahnung, Nenn ihn Ogre. Ich hoffe, dass ich dich noch etwas besser kennenlernen kann, kleine Lady. Aber es ist etwas schwieriger. Ähm?
Wenn man bedenkt, dass Leichen, keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht, wieso das Wort anders geschrieben ist, in diesem Haus herumlaufen. Leichen? Diese Monster da draußen, sie sehen aus wie Monster aus einer Geistergeschichte. Warum sollten Monster hier sein? Nun, das ist ein Fluch. Was du gesehen hast, waren Leichen der Testsubjekte deines Vaters. Sie sind mit Wut erfüllt und diese Wut hat sie zum Leben zurückgebracht, um Rache an deinem Vater zu nehmen natürlich. Was? Also ist Vater in Gefahr? Ich muss ihn retten. Warum musst du das? Um seine Wünsche zu erfüllen, hat er so viele Menschen getötet in seinen Experimenten. Und das ist seine Bestrafung. Du müsstest mittlerweile mitgekriegt haben, was die wahre Natur deines Vaters ist. Und du willst ihn trotzdem retten? Meine Güte. Vielleicht kann sie Sorrow nicht verstehen. Was auch immer. Ach, unsere... Kann sie unsere Wut oder unsere Dingenskörns nicht verstehen? Vater war immer nett zu mir. Er ist der einzige Vater, den ich habe. Und ich habe es Mama auch versprochen. Der rotaugige Stranger. Keine Ahnung, Red Eye Stranger. Oh, Stranger. Ich glaube, Stranger kann man auch im Deutschen sagen. Der rotaugige Stranger. Ich glaube nicht, dass das gar nicht du sein war. Hat Jack die Kraft gegeben, andere zu verfluchen. Und Jack hat gesagt: Danke, rotaugiger Stranger. Jetzt kann ich meine Rache kriegen. Hey, Mom. Ja, Aya? Was macht Vater immer im Keller? Es ist ein sehr komplizierter Job. Du verstehst ihn, wenn du älter bist, Aya. Ich will bald älter sein, dann... Aya, was auch immer passiert, du solltest deinen Vater nicht hassen. Mama, was ist los? Natürlich würde ich Vater nicht hassen. Ich verstehe. Mami, magst du Vater nicht? Nein, es ist nichts dergleichen. Ich mag nur dich, Aya. Oder ich mag dich nur, Aya. Ich mag deinen Vater genauso arg. Puh. Er kann etwas unberechenbar sein. Also lass ihn uns unterstützen, was auch immer passiert. Versprichst du es? Yeah! Nun zurück zur Geschichte. Mom, was auch immer passiert, ich werde Vater lieben. Also mach dir keine Sorgen. Ich muss Vater retten gehen. Eine Krähe? Das ist die Speicherkrähe. Ich weiß immer noch nicht, wie man zum Hauptmenü zurückkommt. Aber ich würde sagen, das war's für den Teil, weil jetzt schon gut 20 Minuten läuft. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Mad Father wiedersehen. Servus, Leute.